In der Gemeinschaftspraxis hat Life-Coach Carsten Baum einen Termin, weil ihm oft schwindlig ist. Dass der 42-Jährige seinen Kunden Ralf bei einem Flirtversuch unterstützt, statt sich zu schonen, rächt sich gleich doppelt. Sie haben am Telefon erwähnt, Ihnen wäre schwindlig. Mögen Sie sich nicht mal hinsetzen? Ja, schon. Aber zur Not habe ich ja den. Wissen Sie, meine Freundin hat den Termin gemacht, sonst wäre ich gar nicht hier. Okay. Sie müssen es ja wissen. Aber es wäre besser, wenn ich bin gleich da, ja? Ralf, bist du noch da? Ich warte auf dein Go. Okay. Die Frau in Rot, nur Mut. Du schaffst das, okay? Sei jetzt ganz charmant. Okay. Hi, ich bin der Ralf. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir mal zusammen was essen gehen oder so. Was soll das? Machst du hier an meine Freundin dran? Oh, das wusste ich nicht. Abbruch. Das tut mir so leid. Es tut mir leid. Darf ich mich vorstellen? Carsten Baum, mein Name. Das ist Ralf. Ich coach ihn hier, ein selbstbewusster Mann zu werden. Es war nur eine Trainingseinheit, also bitte, nehmt uns das nicht übel. Es war eine spontane Aktion. Es tut mir echt leid, ich wusste nicht. Sorry. Ich weiß, ich bin hier zur Untersuchung, aber wir haben das halt einfach als spontane Aktion hier genommen. Ja, das werden wir so heute. Tut mir leid. Ja, Ralf, das hast du toll gemacht. Aber irgendwie ist mein Kreislauf. Geht's dir gut, Carsten? Herr Baum. Ist alles. Nehmen Sie doch bitte jetzt mal schnell Platz. Herr Baum, nehmen Sie Platz bitte. Ja, also geht schon. Mich haut nicht so schnell um. Ich muss was trinken. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Carsten sucht den Allgemeinmediziner nur seiner Freundin zuliebe auf und gibt sich unerschütterlich. Doch Michael Jörg von Lüde hat sofort gesehen, wie unsicher sein Patient auf den Beinen ist. Also, Ihnen ist schwindelig geworden? Ja. Okay, Sie sind auch schwarz geworden vor Augen? Ja, so ein bisschen. Also, in die letzten zwei Tage fühle ich mich ein bisschen schlapp, aber so ein bisschen Fieber bringt mich nicht. Ja. Sie haben Fieber? Ich leuchte einmal kurz in die Augen, ja? Gucken Sie mich mal an, bitte. Zu mir. Mhm. Sie haben Fieber, haben Sie gesagt. Ja? Schatz. Aha, dein Handy ist schon wieder aus. Ach, doch, was soll das? Temperatur? Ich mache mir wirklich voll die Sorgen. Ich habe Carsten Druck gemacht, dass er zum Arzt geht, weil ihm ständig schwindelig ist. Er hat Kreislaufprobleme, hat Fieber bekommen. Ich mache mich ernsthafte Sorgen um ihn. Ich krempel einmal den Arm hoch. Ich muss ein bisschen Blutdruck messen, ja? Wenn Sie mir da so ohnmächtig fühlen. Also die Seite wird vielleicht besser. Was ist los? Die Seite? Was ist passiert? Eigentlich ist lieber links. Okay. Ach so, okay. Okay. Sie haben hier ein paar Stiche abbekommen. Ja, das ist von meinem Outdoor-Parcours. Das ist so ein richtiger Männer-Parcours. Mhm. Da habe ich letztens mit meinem Kunden ein paar Übungen durchgeführt und ich bin ständig im Freien. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also es ist. Okay. Wenn Sie, wie Sie sehen, ich habe hier überall ein bisschen was und so. Und ja, schön ist das auch nicht, weil das kann. Ja, oh Gott, was ist das? Das hat sich ein bisschen entzündet. Ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst zum Arzt gehen, dich untersuchen lassen. Das ist noch nicht in Ordnung. Die ist schwindelig. Guck mal, was ist das? Was ist das? Ach, das hat sich ein bisschen entzündet. Das ist nicht in Ordnung. Also Carsten, er glaubt überhaupt nicht an Schulmedizin, nur Alternativmedizin, Wald, Kräuter, absolute Naturbursche. Und das ist wirklich schwierig mit ihm, weil er wirklich nie zum Arzt geht, nie. Ich guck da einmal drauf, ja? Er hatte Tetanusimpfung bekommen. Kann das damit zu tun was haben? Es ist ganz selten. Das ist von der Impfung? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also, eigentlich nicht. Wie können Sie sich das denn erklären, diese Eiterbeule hier? Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe öfter mal Insektenstiche. Das hat sich wohl ein bisschen entzündet. Aber mir geht es auch schon wieder besser, Doktor. Eigentlich reicht Schatz, mir das. Bleib ruhig, du hast dich untersuchen. Dir geht's nicht gut. Das ist auch total überwärmt. Also, Herr Baum, das sieht für mich ziemlich entzündet aus. Ne? Ich würde das am liebsten gleich mal ein bisschen aufpieksen, den Eiter ablassen und dann eine Salbe drauf und Ihnen Antibiotikum verschreiben, um zu verhindern, dass sich das zu sehr entzündet. Naja, vielleicht aufpieksen, aber Antibiotikum nehme ich auf keinen Fall. Doch. Wie gesagt, mir geht es schon wirklich besser. Schatz, du weißt, ich brauche nur die Natur und den Wald und dann geht es mir blendend. Mir geht's langsam auf den. Nein. Im Gegensatz zu Freundin Denise nimmt Carsten nicht nur seinen stark vereiterten Insektenstich, sondern auch Schwindel und Fieber auf die leichte Schulter. Das soll sich bereits am folgenden Tag als schwerwiegender Fehler herausstellen. Wie gesagt, ein Antibiotikum würde mich deutlich besser fühlen, wenn ich Ihnen eins verschreiben könnte. Ich kann Sie aber nicht dazu zwingen.
Man muss ja auch immer Kompromisse finden. Wenn Sie sich jetzt so sehr dagegen wehren, dann machen wir es so. Sie kriegen von mir eine Salbe. Mhm. Die ist kein Antibiotikum, sondern da ist nur Jod drin. Okay. Jod hilft auch gegen Bakterien, also das schützt auch vor einer weiteren Verschlimmerung der Entzündung. Mhm. Und ist aber natürlich. Herr Baum glaubt selber sehr stark daran, dass der Körper sich selber heilen kann oder dass die Schulmedizin nicht unbedingt immer vonnöten ist. Vielleicht mag er damit recht haben oder nicht, aber er kann sich damit auch in gefährliche Situationen bringen. Das Wichtige ist, dass aus einer Infektion da drinne, die Sie da jetzt haben, ganz eindeutig, sonst hätte sich nicht solche Mengen an Eiter gebildet, kann eben auch eine Blutvergiftung entstehen. Wenn Ihnen also in den nächsten Tagen noch mal schwindelig werden sollte oder Sie, Ihnen schwarz vor Augen wird, die Temperatur noch weiter steigt, kommen Sie sofort wieder her und ich entscheide dann, ob Sie ins Krankenhaus müssen oder nicht. Okay? Okay. Okay. Klingt das nach einem Deal? Deal. Gut. Okay. Für mich klingt das sehr gut. Gleichzeitig hastet die 19-jährige Charlotte Becker mit einem dringlichen Intimproblem in die Gemeinschaftspraxis. Dass sie dort auf Nachbarsohn Moritz und dessen Mutter trifft, bringt nicht nur die Schülerin in Verlegenheit. Charlie! Hi! Hallo, was machst du denn hier? Ich habe einen Frauenarzttermin. Okay. Sag mal, ist dir eigentlich gestern bei Moritz was aufgefallen, wo ihr den Film zusammen geguckt habt? Nee. Er ist sich nur am Rumkratzen. Nein, nee, gar nicht. Wir haben einen Film geguckt. Irgendwann war der Film mir ein bisschen zu langweilig. Dann habe ich auch nur auf mein Handy geguckt. Charlie ist die Nachbarstochter. Die wohnt bei uns gegenüber. Und das war so, dass ich gestern ins Theater gegangen bin und Charlie netterweise rübergekommen ist und die beiden dann zusammen einen Film schauen wollten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich beruhigt ins Theater gehen, dann ist mein Sohn ja nicht so ganz alleine. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hatte mal einen Pilz und ich weiß nicht genau, ob der hundertprozentig weggegangen ist. Ja, wann war das? Wie lange ist das her? Von einer Woche. Und haben Sie da selber schon behandelt, sich was geholt? Ja, ich habe Tabletten genommen, aber ich habe das Gefühl, die helfen mir nicht. Also immer noch Beschwerden? Ja. Was sind das denn für Beschwerden? Ich kann Ihnen das irgendwie gar nicht definieren. Das ist auf jeden Fall echt ein komisches Gefühl. Es juckt auch. Ja. Auf jeden Fall richtig unangenehm. Gut, ich werde mir das gleich mal angucken. Ist auch noch Ausfluss dabei? Ja. Das auch. Und Probleme beim Wasserlassen sonst, Schmerzen? Ja, ein bisschen. Frau Becker schilderte verschiedene Symptome, die eigentlich auch gar nicht so richtig alle zusammenpassten. Ich wollte sie mal untersuchen, um zu schauen, was dahinter stecken könnte. Außerdem hatte sie Angst, ihren Freund womöglich anzustecken. Also außen sieht alles normal aus, so wie es sein sollte. Keine besonders starke Rötung. Bei der gynäkologischen Untersuchung war soweit alles in Ordnung. Ich konnte keine Rötung oder irgendetwas Auffälliges feststellen. Also es sieht nicht nach einem Pilz aus. Das wäre ein anderer Ausfluss, das wäre eine starke Rötung im Vaginalbereich. Ja. Aber ich würde jetzt einfach noch mal ein paar Tage abwarten. Wenn es nicht besser wird, noch mal melden. Ja, mach ich. Ich möchte Sie aber noch mal fragen. Sie haben gerade einen Freund und sind mit dem auch intim? Genau. Deswegen hatte ich auch Angst, dass ich ihn dann quasi anstecke, falls ich das noch habe. Ja. Aber der Freund hat keine Beschwerden, dass er vielleicht Sie mit was angesteckt haben könnte. Nee, ich meine nicht. Sonst hätte mir das gesagt. Sie verhüten auch. Genau. Ja? Mit was? Mit Kondom? Und Kondom. Kondom. Ja. Gut, dann warten wir einfach noch mal ab. Sie dürfen sich mal umziehen. Ja. Ja? Aus welchem Grund Charlotte wirklich so kurzfristig herausfinden wollte, ob sich ihr fester Freund angesteckt haben könnte, weiß Dr. Schumann bisher nicht. Dass die 19-Jährige etwas zu verbergen hat, wird jedoch deutlich, als unvermittelt ihre Mutter Irene in der Praxis auftaucht. Frau Becker. Hallo, Becker. Mama, was machst du hier? Ich wollte fragen, wie es dir geht, mein Schatz. Mir geht's gut. Sicher? Ja. Ja? Und warum bist du hier? Weil ich einen Termin hatte. Aber so plötzlich? Ja. Du sagst mir das doch sonst immer, wenn du. Ja, das war aber spontan. Dann dachte ich, ja, komm, dann gehst du halt schnell. Aber ist alles in Ordnung? Alles gut. Alles gut? Gesund? Ja. Ja. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Nee, brauchst du nicht. Die Birgit hat mich angerufen. Warum? Sie hat dich hier gesehen, dass du hier reingehetzt kamst. Keine Ahnung. Dann hat sie noch erzählt, dass der Moritz Jucken im Schritt hat. Und du warst doch gestern Abend bei Moritz. Ja, ist dir da aber wir haben aufgefallen? Nur einen Film geguckt. Ne? Die Mutter hat mich eben auch schon gefragt. Wir haben nur einen Film geguckt. Da war mir das irgendwann weißt, so langweilig. Du weißt, wie Birgit ist, ne? Ja. Du bist nur irgendwo anders gewesen? Nein, wirklich sicher? Nicht. Sicher? Ich denke eher, dass Charlie nach Moritz noch zum Chris gegangen ist. Das ist ihr Freund und
dass sie halt den Moritz alleine gelassen hat. Und darauf reagiert Birgit halt dann auch ein bisschen allergisch. Weil ja. Ich denke einfach, wenn du nicht bei Moritz warst, dann musst du das ich sagen. War ich war da, Mama. Du weißt, wie Birgit ist und jetzt hat er irgendwas. Und ne, für ihn war das dann wie sturmfrei. Ja. Er ist 14. Ah, Mama, ich, du bin, weißt, ich bin 19. Der ja. ist 14, also bitte. Frau Becker. Ich muss aber jetzt auch ich los. Ich finde das gut, wenn ich muss auf Toilette. Ich muss auf Toilette. Mach dir doch. Ja, Sie wissen Bescheid, ne? Frau Becker. In ihrer Eile übersieht Charlotte den misstrauischen Blick von Nachbarin Brigitte. Unbemerkt hatte deren Sohn Moritz die Schülerin nämlich per SMS dringend zu einer Aussprache gebeten. Da bist du ja endlich. Meine Mutter ist hier. Warum ist meine Mutter hier? Weiß ich nicht. Hat deine Mutter hat meine Mutter angerufen. Was hast du erzählt? Ja, nur, dass ich ein Kondom ausprobiert habe. Mehr nicht. Nein, mehr nicht. Was ist hier los? Nichts. Nichts. Warum trefft ihr euch hier nämlich auf dem Klo? Warum nicht? Was besprecht ihr miteinander? Ich möchte jetzt wissen, was los ist hier. Ist alles gut? Nein, das ist nicht alles gut. Was ist mit deiner Latexallergie, ha? Das hat mir die Dermatologin gesagt. Also ich möchte jetzt das geklärt haben. Kommt mal bitte mit raus jetzt. Jetzt reicht's hier aber. Da Moritz am Vorabend mit Kondomen experimentierte, ist Brigitte überzeugt, dass Charlotte ihren Sohn nicht die ganze Zeit über beaufsichtigt haben kann. Deshalb drängt die Mutter auf eine Erklärung. Also, er hat eine Latexallergie. Am besten Stück? Ja. Ui. Genau, daher kommt sein Ausschlag. Ja. Und zufälligerweise ist meine Nachbarstochter ja auch heute bei der Gynäkologin. Und ich habe langsam so ein bisschen Sorge oder die Befürchtung, dass da was gelaufen sein könnte zwischen den beiden. Charlie, sag was. Ja, wir haben miteinander geschlafen. Bitte schön. Oh, ja. Was ist nicht? Aber Christoph hat sich erfahren. Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht. Der war allein zu Hause und ich war auch allein zu Hause und dachte so, komm, wir können einen Film gucken. Dann ist es irgendwie dazu gekommen. Oh Mann. Aber Chris darf das nicht wissen. Es ist nicht strafbar, wenn ein 14-Jähriger Sex mit einer 19-Jährigen hat. Und der Moritz ist nun mitten in der Pubertät und entdeckt seine Sexualität. Das ist auch ganz normal. Für die Mutter war das irgendwie nicht so nachzuvollziehen. Das ist, für mich ist das noch mein kleiner Junge. Also mir fehlen da wirklich die Worte für. Mir fehlen da wirklich die Worte. Und ich habe gedacht, ich kann entspannt ins Theater gehen. Also, aber Birgit, komm. Es ist nicht gut, ich heiße es auch nicht gut. Charlie, wir sprechen da auch noch mal drüber, ne? Das ist ja eine Nummer. Aber sie ist so, sie sind so erwachsen, in Anführungszeichen, sie haben zumindest verhütet, oder? Bei Moritz lag ja eine Latexallergie nach Kondombenutzung vor. Ich denke nicht, dass bei meiner Patientin auch so eine Latexallergie vordringlich ist. Dann hätte ich zumindest eine Rötung sehen müssen. In so einem Fall, bei einer Kondomunverträglichkeit auf Latex, gibt es extra latexfreie Kondome, die man dann benutzen sollte. Vielleicht brauche ich einfach nur Zeit, um das einfach auch gedanklich zu verarbeiten, dass ich einen kleinen Sohn nicht mehr habe, sondern einen jungen Mann. Charlotte war ohne weitere Behandlung nach 2 Tagen beschwerdefrei und dank einer Salbe ist auch Moritz' Hautausschlag schnell abgeklungen. Die 19-Jährige trennte sich kurz darauf von Freund Chris und seit etwas Gras über die Sache gewachsen ist, haben die Schülerin und der Nachbarssohn ein freundschaftliches Verhältnis. Der Schwindel von Michael Jörg von Lüdes Patient Carsten hat hingegen am folgenden Tag so zugenommen, dass er auf dem Rad das Gleichgewicht verlor. Für Freundin Denise die Bestätigung, dass der Life-Coach ernsthaft krank sein könnte. Das ist einfach nur ärgerlich. Ich bin einfach vom Fahrrad gefallen. Eieiei. Ja, nur Fahrrad gefallen. Ja, genau, richtig. Also Herr Baum setzt sich direkt mal auf die Liege, das gucke ich mir mal an. Herr Baum kam heute zu mir schon wieder in die Praxis. Schon, weil ich ihn ja gestern erst gesehen habe. Aber diesmal lag er mit dem gesamten Körper offensichtlich in einem Brombeerstrauch. Unfreiwillig, weil ihm eben auf dem Fahrrad schwarz vor Augen geworden ist. Aber ihm wirklich jetzt nicht besser. So, nee. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, können Sie ihn richtig untersuchen, weil Schwindel, diese Kreislaufprobleme, Fieber, das ist doch nicht in Ordnung. Diesen Ausschlag, okay, jetzt diese ganze. Mich ärgert es einfach, dass dieser Schwindel und da bin ich in diesen Brombeerbusch gefallen. Das ist natürlich in der Nähe von meinem Parcours. Zum Glück, wie gesagt, konnte ich Denise erreichen. Sonst
Herr Baum, nehmen Sie irgendwelche Medikamente, von denen ich wissen müsste? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nichts. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Sind in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Zum Glück nicht, nein. Nee, niemand hat irgendwie was mit dem Blutdruck oder? Nein, gar nicht. Auch mal mit der Lunge oder sonst irgendwie was? Gar nicht. Nee? Die Verletzungen waren alle recht oberflächlich. Es waren ein paar Schürfwunden und die wird Herr Baum gut wegstecken. Aber dass ihm schon wieder schwarz vor Augen geworden ist und dass er jetzt noch eine erhöhte Temperatur hat, das macht mir große Sorgen. Ist das Ralf? Ich höre gerade nur den Blutdruck. Ralf? Was macht er hier? Das ist doch. Das ist doch Ralf. Doktor, Entschuldigung, kann ich mal kurz schauen? Oder? Wir gehen mal schauen, wer da jetzt rum. Aber machen Sie bitte vorsichtig mit Ihrem Blutdruck, ja? Also, was soll das denn? Ja? Weißt gar nicht, wie gut du es hast, mit so jemandem wie mich überhaupt abkriegen zu können. Ja, also. Ralf, also, was machst du hier? Carsten! Ja, ich hab gehört, dass du heute wieder beim Arzt bist und ich wollte dich beeindrucken. Aber du kannst doch nicht so eine spontane Aktion hier draus machen schon wieder. Wie siehst du denn aus? Was ist denn los mit dir? Du bist doch so aggressiv. Was soll das? Ein bisschen leiser bitte, es ist immer noch eine Arztpraxis hier. Sie kennen sich? Ja, das ist mein Kunde. Okay. Ich coach ihn. Dann gehen wir mal bitte alle gemeinsam rüber ins Behandlungszimmer. Hier müssen wir jetzt nicht draußen rumholen, ja? Ich war mir zuerst gar nicht richtig sicher, was vonstatten gegangen ist. Augenscheinlich war das irgendein Schützling von Herrn Baum, der dort versucht hat, mit einer Frau zu sprechen. Aber irgendwie ist das so ein bisschen ausgeartet. Er hatte einen hochroten Kopf und da wollte ich die Situation lieber entschärfen und habe ihn zu mir ins Behandlungszimmer gebeten. Herr Baum, nur kurz, im Kreislauf ist jetzt gerade alles okay? Ja, nach der Aktion auf jeden Fall, ja. Okay, gut. So, und Sie kennen sich jetzt, Sie sind... Ja, ich mache bei Ihnen dieses Coaching, dieses Live-Coaching. Er ist mein Live-Coach. Okay, und Sie heißen? Ich bin Ralf. Ralf, okay. Ralf, setzen Sie sich doch einmal hin. Ralf wirkte auf mich von Anfang an sehr, sehr unruhig. Er hatte zitternde Hände, einen hochroten Kopf, hatte einen schnellen Puls und erhöhten Blutdruck. Da hatte ich erstmal vermutet, dass er total aufgeregt ist oder vielleicht auch irgendwie eine Hypertonie entwickelt hat, ganz plötzlich. Ralf, haben Sie irgendwelche Erkrankungen, von denen ich wissen müsste? Wie Bluthochdruck oder sowas? Nee, ich habe gar nichts. Was hast du denn da in der Tasche? Du weißt ja, dass ich mir wegen meiner Stimme immer Gedanken mache und da habe ich das im Internet bestellt. Weißt du, so 100% natürlich. Sie haben was gemacht? So einen Scheiß bestellst du? Ja, ich wollte halt eine tiefere Stimme haben, ja, und das hatte gute Bewertungen, die haben gesagt, das hilft, das macht tiefere Stimme und dann hat man mehr Energie und da hab ich so eine Pille genommen, bevor ich hergekommen bin. Augenscheinlich hat Ralf irgendwelche dubiosen Medikamente aus dem Internet bestellt, die ihm dabei helfen sollten, seine Stimme von der eher höheren Tonlage ins tiefere zu bewegen, um ihm besseren Erfolg bei den Frauen zu bescheren. Also von mir hast du auf jeden Fall nicht so etwas. Ich habe dir nicht so etwas beigebracht, dass du etwas nimmst, ne? Das weißt du ganz genau. Das will ich dir noch mal klarstellen, ne? Er braucht nur mich und die Natur und ich mache aus ihm einen selbstbewussten Mann. Ich verstehe nicht, was mit ihm los ist, warum er sowas genommen hat. Also du hast gut reden, ja? Du bist stark und du hast eine geile Stimme und ich hab's halt nicht, ja? Und da wollte ich halt nachhelfen. Also ich muss Ihnen nicht sagen, dass wenn Sie solche Medikamente nehmen, die Sie aus dem Internet irgendwo bestellt haben, das äußerst gefährlich sein kann. Ich versuche jetzt gerade mal herauszufinden, was da eigentlich drin ist. Diese Medikamente, wenn man sie so nennen darf, die Ralf da zu sich genommen hat, enthalten erhöhte Mengen an Koffein, die natürlich auch diese Unruhe erklären, aber auch eine Menge anderer Zusatzstoffe, bei deren Legalität ich mir nicht ganz sicher bin. Ich glaube Ihnen, dass Sie das in guter Intention genommen haben, aber das kann äußerst, äußerst gefährlich sein. Ihr Blutdruck ist durch die Decke, Ihr Puls war ziemlich, ziemlich flott. Das erklärt zumindest auf alle Fälle den roten Kopf. Die allgemeinen Symptome, mit denen Ralf sich präsentiert hat, wirkten nicht so tragisch, dass ich ihn sofort in ein Krankenhaus überweisen müsste. Deswegen habe ich ihn erstmal auf einer ganz persönlichen Ebene darum gebeten, die Einnahme zu unterlassen und Allgemeinmaßnahmen zu ergreifen und sich dann morgen wieder bei mir vorzustellen. Ralf war bereits am Folgetag beschwerdefrei. Bei Flirt-Coach Carsten entdeckt der Arzt indes einen Ausschlag, der ihn schließlich auf die Spur der überraschenden Schwindelursache seines Patienten führt. Das merkwürdig ist natürlich. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist ein bisschen. Man sieht es auch hier, dass sie es eigentlich überall haben. Außer an den Händen. Haben Sie irgendwie. Das ist ganz komisch.
Tragen Sie, also was machen Sie da eigentlich im Wald? Naja, es ist so, es ist wirklich Natur pur, wie ich schon gesagt habe. Ne? Und es ist oft so, dass ich da irgendwelche Dinge am Berkeln, also irgendwas zusammenbaue. Und da habe ich natürlich immer Bauchhandschuhe an, ne? Weil es besser ist, sich da einen Splitter zu holen und so etwas. Mhm. Also wenn man das mit in Zusammenhang dazu nimmt, ne, kann es natürlich, also sieht das alles sehr, sehr nach einem allergischen Ekzem aus. Also nach Allergie. Nach einer Allergie auf. Aber worauf? Also richtig. Es kann nirgendwo kommen. Das Einzige, ich habe jetzt im Parcours natürlich ein wunderschönes Zelt bekommen von Denise und da schlafe ich auch gern drin und verbringe dort Zeit. Aber also quasi kann über Kaut etwas aufgenommen werden, dass es jetzt sowas verursachen ja, kann. Ja, auf alle Fälle. Ups. Aber warum sagen Sie ups? Keine Ahnung. Also vielleicht hat das damit zu tun, dass also du wirst ständig gestochen mit diesen ganzen Mücken und ich sprühe letzte Zeit regelmäßig dein Zelt mit Insektiziden und Pestiziden. Also ich verdünne das natürlich, aber ich will einfach nur, dass er wird nicht so gestochen. Er geht nicht zum Arzt, kommt nach Hause, komplett gerötet, alles zerstochen und ich habe einfach nur das eingesprüht. Also ich wollte einfach nur, dass er nicht gestochen wird. Also was? Du hast hinter meinem Rücken Pestizide versprüht? Ja, ich wollte nur helfen, wirklich. Guck mal, wie du erstochen wirst. Guck mal, wie du ganze Zeit, du kommst nach Hause und... Das erklärt das aber. Dass die Pestizide, ne, die wirken natürlich, die sollen das ganze Ungeziefer ja im Prinzip töten. Aber wenn man das einatmet oder eben auf die Haut bekommt, ungeschützterweise, dann kann das genau solche allergischen Reaktionen machen, eben weil es ein Gift ist. Ne? Wie sich bei Herr Baum dann rausgestellt hat, war das eine allergische Reaktion auf ein Pestizid, mit dem seine Freundin ihm eigentlich was Gutes tun wollte. Doch das reagiert eben so sensibel auch auf die Haut, dass er eben sich mit diesen Symptomen hier präsentiert hat. Und das kann auch auf den Kreislauf schlagen. Das Vorgehen ist jetzt wie folgt. Sie gehen jetzt nach Hause. Ja. Und schmeißt das Zelt weg. Entfernen das Zelt bitte. Duschen sich gründlich vorsichtig. Erstmal nur mit Wasser, um alles von der Haut eben abzubekommen. Bleiben zu Hause, kontrollieren regelmäßig Temperatur, stellen sich morgen wieder mit dem Pestizid zusammen hier bei mir vor. Ja. Wenn Ihnen noch mal irgendwie schlecht, schwindelig wird oder sowas, dann fahren Sie bitte direkt in die Klinik und dann müssen wir von einer ernsthaften Vergiftung ausgehen. Und dann werden wir das jetzt alles kontrollieren müssen. Das ist jetzt leider so, eine harte Lektion, die Sie gelernt haben. Aber wir haben immer eine Ursache. Es tut mir leid, ich wusste... Ich bin echt entsetzt, Schatz. Also da Carsten nicht weiter mit Pestiziden in Kontakt kam, gingen Schwindel, Fieber und Ausschlag innerhalb einer Woche zurück. Der 42-Jährige hat Freundin Denise inzwischen verziehen und ihr im Gegenzug versprochen, der Schulmedizin künftig mehr zu vertrauen.